Okay, ich bekomme SMS. Hallöchen, meine Lieben. Ich grüße euch, dich hier zu meinem neuen Video. Ja, zu einem Plaudervideo, da die Xenia ja nicht so, das ist hier, nicht so schafft mit den Vlogs. Also, es kommen Vlogs auf jeden Fall. Morgen kommt ein Vlog. Aber heute nochmal ein Labervideo. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Ich habe soweit meine Haut sauber gepeelt und endlich ist auch hier alles weg. Ja. Ich schmeiß mal die Maske weg, die ist hier schon irgendwie zusammengeklebt. Das haben wir vor 3 Jahren in Kroatien geholt bei Müller. Und das ist teilweise hier leer, trocken und hier ist es so komisch. Ich weiß nicht, so komisch. Ich kann das nicht erklären. Also trocken fühlt sich das an. Ja, ich habe mich entschieden für diese Maske hier. Retinol-Maske von Shavens. Ja, Limited Edition ist das noch. Eine habe ich schon genutzt. Genau, und ich nehme mir einfach hier nochmal dieses. Ja. Und dann plaudere ich mit euch. Ansonsten habe ich Wäsche am Laufen. Ich werde gleich ja, Toiletten putzen. Boden wischen. Ich habe ja neues Gerät. Was heißt neues Gerät? Neues Eimer, Putzeimer. mal schauen, vielleicht starte ich auch den Vlog heute und dann habt ihr so einen Vlog für morgen und heute. Also heute haben wir ja den Sonntag. Das ist ganz aktuell das Video. Na, ich habe jetzt Buchstabensuppe gekocht und wir haben noch einiges an Reste essen und so, das werden wir dann alles aufessen. Ich brauche aber auf jeden Fall Suppe. Ja, die Kinder auch, Leonie auch. Ja, wenn wir jetzt zurück zu Leonie geht das immer noch so lala. Also jetzt nicht prima gut, ne? Auch nicht so schlecht, aber ja, Schmerzen eben und es wird nicht besser. Ich habe keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich bin sprachlos. Ich bin auch schon langsam kraftlos im Gedanken, wie was sein kann. Also ich bin nur noch froh, dass wir morgen einen Termin haben und ja, dass ich eben mein Kind zum Arzt gehen kann und abklären kann, was Sache ist. Weitere Untersuchungen. Also ich bin immer noch für Magenspiegelung oder Magen-Darm-Spiegelung, je nachdem, dass man halt ja, gut guckt, ne? Genau. Ist halt alles schwierig, ne? Auch die Termine, das ist die Termine zu bekommen, das ist auch nicht einfach. Ja, deswegen, keine Ahnung, müssen wir mal schauen, wie wir das auf die Schnelle organisieren können, dass man das eben, ja, dass meinem Kind schnell besser geht. Ne? Das geht ja auch so nicht, ne? Ich meine, keine Ahnung. Ja, da habe ich auch jetzt bei meiner Tante, mit meiner Tante geschrieben, weil es ja morgen die Beerdigung von meinem Opa ist, am 7. Oktober. Und ja, das schaffe ich nicht. So gern, wie ich kommen würde wollen. Also ich geplant war ja, wir würden ja kommen. Alles hat ja gepasst, aber ich kann nicht mein Kind im Stich lassen und nicht zum Termin gehen und sagen, ja, ich mache einen neuen Termin, ne? Aber ich arbeite dann auch am Dienstag und Mittwoch und ne? Deswegen bleibt der freie Tag der Montag, weil ich sowieso schon auf der Arbeit krank genommen habe. Ja,
wo ich auch traurig darüber war, weil ich erst vor einem Monat angefangen habe und mir die Lust danach nicht war, krank zu machen. Gut, hier war jetzt tatsächlich so, dass ich nicht konnte, ja, also, ne, Kind war schon sehr, sehr, sehr wichtig, ja. Und eben morgen habe ich auch gegen 10 Uhr den Termin und dann bis ich das, ich weiß nicht, wie lange wir da sind dann, was wir machen. Und dann muss ich auch 2,5 Stunden zur Beerdigung fahren. Das ist dann, ich weiß nicht, ob ich dann zu spät komme und dann muss ich ja halt wieder zurückfahren. Ja, ich hatte die Ehre gehabt, mit Opa sich zu verabschieden, den noch in seinen letzten Stunden zu sehen. Ich habe mich verabschiedet, ja, und ich komme zum Friedhof, Blumen legen und zu Oma und Opa. Das werde ich definitiv machen, sobald alles in Ruhe gekommen ist, ja, sagen wir mal so, weil ich kann mich nicht durch zwei teilen. Ne? Ich könnte theoretisch auch meinen Mann zum Arzt schicken und selber zum Beerdigung fahren, aber ich bin momentan so kaputt. Tatsächlich, ich war schon lange so nicht. Ich habe die ganze Zeit durchgehalten, durchgehalten, aber irgendwann gibt es dieses Stopp, du kannst nicht mehr, ja. Und ich habe diesen Moment gerade, wo ich ja eigentlich nur im Bett liegen würde und in meine Depression versinken einfach. Aber ich habe Kinder, das verstehe ich mit meinem gesunden Verstand. Ich habe Kinder, ich muss mich um die Kinder kümmern, um mein krankes Kind kümmern, um zu Hause kümmern. Und ich muss einfach stark sein, stark bleiben, weil ich quasi das Herz bin der Familie, ja. Mein Mann ist der Kopf und ich bin das Herz. Und das ist halt sehr wichtig, dass ich auch funktioniere. Deswegen brauche ich diese Ruhe, brauche ich dieses für mich. Ne? Deswegen mache ich heute auch nicht viel. Deswegen habe ich auch nur Suppe gekocht und ich gönne mir jetzt ein bisschen Ruhe. Am Abend will ich mir ein Fußbad gönnen und einfach zur Ruhe. Die zweite Waschmaschine läuft jetzt. Und wie gesagt, so ein bisschen Boden wischen muss ich auf jeden Fall, weil es einfach schon so dreckig ist, so unaufgeräumt. Eine ganze Woche, das war so viel los. Ich habe hier nichts gemacht, ne? Ich habe hier nichts gemacht, außer ein bisschen was gekocht, ein bisschen nebenbei auch Wäsche gewaschen und aber putzen war nicht drin. Ja. Und ich habe auch heute eigentlich keine Lust, aber ne, wie gesagt, ich muss ein bisschen wenigstens einfach feucht wischen, einfach drüber gehen und das war's. Keine große Sache jetzt daraus machen. Deswegen, ja, einfach danach vielleicht sich einen schönen Film, einen schönen ruhigen Film, leichten Film anmachen und ja, einfach ausruhen. Vielleicht, wenn mein Mann Lust hat, wenn er aufgestanden ist, einen Spaziergang machen. Entweder zu zweit, vielleicht zu zweit, das wäre auch mal schön. Ja, und muss man dann gucken, ne? Und dann fängt ja, wie gesagt, ab morgen dann die neue Arbeitswoche an, wo ich auch jeden von uns, jedem Einzelnen, euch da, derjenigen, der Video zuschaut, eine angenehme neue Arbeitswoche wünsche. Gesundheit, positive Energie, gute Laune, liebe Menschen. Um jeden Einzelnen von uns und ja, einen wunderschönen Wochenstart, gesunden Wochenstart vor allem. Und vielleicht ist das auch bei vielen, wie bei uns hier in NRW, das ist die letzte Woche dann und dann haben wir 2 Wochen Ferien. Juhu, dann haben wir Ferien und das ist auch natürlich dann klasse. Dann muss man nicht früh aufstehen. Die Kinder wecken und zur Schule bringen, außer halt arbeiten. Ne? Aber Arbeit hat ja niemand abgeschaffen. Aber ich freue mich dann auch zur Arbeit zu gehen, wirklich, weil dann ich wieder, also dort komme ich immer auf gute Gedanken und auf andere Gedanken, weil zu Hause kann ich nicht so richtig abschalten. Zu Hause,
Wenn ich besonders mich in Ruhe lasse, so, und denke, okay, gute Gedanken, so irgendwie so. Aber wenn ich nichts zu tun habe, dann kommen mir blöde Gedanken in den Kopf, dann kommt viel Traurigkeit und so weiter und so fort. Und auf der Arbeit habe ich meinen ganzen Schmuck und dann, ne, ab und zu Kunden und so dieses eine, dann habe ich diese Zeit nicht, um an irgendwas Blödes zu denken. Und deswegen, ja, freue ich mich da einfach, so zwischendurch halt abschalten zu können. Genau. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir morgen beim Arzt einiges mehr kriegen können, das rausbekommen können, weiteres irgendwas, was mich beruhigt oder beruhigen kann, dann um mein Kind, ja, werden wir mal schauen. Heute ist ein schönes Wetter, also allgemein Sonnenschein, richtig schönes Sonnenschein, aber auch richtig, richtig frisch. Wind ist mega stark. Also Wind ist wirklich meine Feige, die legt sich so hin manchmal, ne? Und dann so und dann wieder so. Also echter Wahnsinn. Ja, mal gucken. Mal gucken. Herbst, ne? Schöner Herbst. Zusätzlich ist mein Auto kaputt. Ja, von meinem Mann. Das Auto muss noch gemacht werden. Da werden schöne Kosten noch diese Woche auf uns zukommen. Plus TÜV für sein Auto. Und mein Auto ist plötzlich, fängt an, wie soll ich sagen, Theater zu spielen. Gut, das ist so bei alten Autos, ne? Irgendwann fangen irgendwelche Sachen Schauspielerei zu machen, sag ich mal so. Und dann muss man sie, ja, erneuern und sowas, ne? Er hat ja schon vom Urlaub ganz, ganz viel gemacht. Ja, und jetzt ist da was mit meinem, also wenn ich fahre, dann als ich die Leonie von dem Krankenhaus abgeholt habe, hatten wir ungefähr noch 9 Kilometer bis zu Hause. Dann gingen so viele Lichter bei mir an und dann hat sie gerückelt. Dann denke ich, gucke ich die Leonie an. Was ist jetzt los? Ich bekomme hier direkt Panik, weil ich nicht weiß, was ist los mit dem Auto? Was passiert jetzt, ne? Gut, ich war auf der ruhigsten Spur, sage ich mal, auf der letzten Spur, wo man, ne, aber trotzdem, ja, hatte ich diese Unruhe. Plötzlich der Lenkrad und ABS und alles Mögliche. Habe ich dann, gestern hat mein Mann geguckt. Er hat ja ein spezielles Programm, Computer und so weiter, wo er gucken kann. Er hat angemacht und ja, auf jeden Fall Radlage. Und genau vorne und an meinem Rad ist irgendwas drehzahlmäßig. Also wenn ich fahre, deswegen auch wenn ich fahre, Gas gebe, wenn ich fahre, dann versucht mein Auto irgendwie mich abzubremsen, das kommt nicht hinterher und dann fängt auch wieder so stark so zu rückeln, ne? Ah, das war gestern auch mehrmals und das ist, also er hat gesagt, auch weite Strecken ist einfach momentan nicht möglich, ne? Risikoreich. Radlage ist noch okay, könnte man, aber man weiß halt nicht, was mit meinem linken Rad ist, was da an, ne? So dieses, was passiert. Und er kann auch diese Woche nicht mein Auto reparieren, weil wir haben einfach nicht Tausende von Euros, was beide Autos direkt gemacht werden können. Ich meine, es wird jetzt gemacht, nächste Woche, übernächste Woche, aber jetzt nicht diese Woche. Und diese Woche ist wirklich sein Auto, das A und O. Ja, ich kann kurze Strecken fahren, das heißt bis zur Arbeit und zurück. Das ist eine ganz einfache und leichte Strecke, ist auch kein Autobahn und das geht. Deswegen, ich weiß nicht, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Vielleicht doch irgendwie was gemacht an meinem Auto, damit wir auch zu Alex, seiner Oma, zum Geburtstag, zu ihrem 85. Geburtstag fahren können. Das wäre mir auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also, und ich weiß halt nicht wie. Also, wir könnten mit Alex seinem Auto fahren, aber dann passen wir halt alle 6 nicht rein. Er hat ja in sein Audi nur 5 Plätze. Wir sind zu 6. Und deswegen, ja, müssen wir gucken,
Also ich glaube, wir werden nicht zum Geburtstag fahren, weil ja, wir können einfach nicht zaubern. Das ist das. Wir können halt nicht zaubern, weil es das gewisse Kleingeld fehlt. Ich muss meine Kinder anziehen. Also ich habe schon einiges bestellt an Sachen und so, ne? So Herbst, Winter. Aber ich brauche noch 2 Jacken. Ich brauche noch einiges an Sportschuhen. Und Halbstiefel. Ja, ich muss also, ne, also deswegen geht das nicht alles auf einmal. Ist schade, schade, weil, ne, geplant ja, also wie gesagt, geplant waren viele Sachen. Ne, das ist ja, wie auch zur Beerdigung fahren und so weiter. Ne, das ist halt, ja. Ich bin auch mit meinem kaputten Auto zu Opa seinem 85. Er war ja im Juni, am 1. Juni hat er ja Geburtstag. Da ist er auch 85 geworden. Da sind wir, da war er ja kurz im Heim und da sind wir ja auch zu ihm gefahren. Ne? Mein Mann hat auch geschimpft und hat gesagt, ja, muss vorsichtig machen, ne? Auf Risiko. Ganz vorsichtig fahren. Ich bin ja auch damals nur 100 Kilometer gefahren. Ne? Also keine 120 oder 130, sondern nur 100 oder 90 sogar. Weil das auch kaputt war. Und er hat das ja dann vor dem Urlaub gemacht. Aber, ne, also so wichtig war mir der Geburtstag. Damit wollte ich sagen, die Xenia, normalerweise ist die Xenia so verrückt, dass die Xenia fährt trotzdem, ja. Also, weil mir diese Personen einfach wichtig sind. Und hier, wie gesagt, also Beerdigung ist einfach nicht möglich. Nicht möglich. So traurig ist einfach. Ich habe schon geheult, ich habe geweint, ich habe. Aber was soll ich machen? Mein Papa war traurig und auch irgendwo habe ich das angesehen, dass er gestern so etwas sauer auf mich war. Aber wie gesagt, tut mir leid, aber ich bin nun mal so, mein Kind ist mir sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und wenn ich nicht weiß, was mit meinem Kind ist und es unklar ist und es Schmerzen hat, kann ich doch nicht 2,5 Stunden, also für mindestens 7, 8 Stunden verschwinden aus dem Tag und dann weiß ich nicht, was noch plötzlich passieren kann vielleicht und ich bin 2,5 Stunden entfernt von ihr, ne? Das kann ich nicht machen einfach, dann verzeihe ich mir das nie im Leben und deswegen geht das nicht. Ja, plus zusätzlich, wie gesagt, mein Auto ist kaputt. Bin so traurig. Meine Eltern waren hier, aber bei meinem Bruder, weil ich war ja nicht da und das Ganze, ne? Und ich habe vergessen, dieses Häkelpferdchen von Aktion, dieses Unicorn, Einhorn, meine Mama mitzubringen, damit sie das häkeln kann für die Anna. Aber ich glaube, ich werde es ihr per Post schicken, weil ich hole dann die anderen Häkeltierchen. Anna wollte, glaube ich, 2 Stück aus der Winterabteilung, also ne, Rentier und sowas. Ja, und ich denke, ich schicke ihr, ich denke nicht, ich schicke ihr definitiv per Post, weil ich habe einfach andere Möglichkeiten. Dann kann die, meine Mama, wenn sie zum Geburtstag zu Anna kommen im November, dann können sie es mitbringen. Ich habe andere Möglichkeit einfach nicht da. Dahin nach Frankfurt zu fahren. Ja. So schaut's aus. So schaut's aus, aber wir bleiben positiv. Es wird alles gut. Ja, es wird alles gut. Es ist doch, glaube ich, einfach nur so jetzt momentan so eine Welle, ich weiß nicht. Aber bei so vielen einfach, bei so vielen, die ich auch einfach kenne und viele schreiben mir auch. Dann auch privat, wie schwer dieses Jahr einfach für einen war und wie viel diese Personen auch durchgelebt haben oder erlebt haben. Ne? Ja, ich werde tatsächlich auch, mir wurde ja in Kommentaren geschrieben, wegen Mutter-Kind-Kur, da werde ich mich erkundigen, wie es funktioniert. Geht das nicht? Ja, es ist halt schade nur, dass ich habe gerade erst angefangen mit dem Job. Das ist mir einfach sehr, sehr unangenehm. Ne? Also eigentlich ist mir egal, natürlich auch,
Ja, werde ich gekündigt, dann werde ich gekündigt. Ich kann ja nichts machen. Mir ist wirklich mein Kind sehr, sehr wichtig. Wichtiger als alles andere auf der Welt, als irgendein Geld, was ich jetzt bekommen würde. Und deswegen, ja, müssen wir mal schauen. Also, ich werde mich auf jeden Fall wegen Mutter-Kind-Kur erkundigen. Morgen beim Kinderarzt und schauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Vielleicht schnappe ich mir tatsächlich alle vier Kinderchens und einfach, ja, weg. Mal schauen. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe eine enge Freundin, mit der ich viel Kontakt habe, auch wir schreiben viel. Sie hat auch etwas uns zugeschickt, das werde ich jetzt nicht hier sagen, was wir probieren könnten mit Leonie. Auf jeden Fall, sie war jetzt auch mehrmals in Mutter-Kind-Kur und die letzte Mutter-Kind-Kur oder allgemein auch ihre eigene gesundheitliche Kur, das war einfach der pure Horror. Also wirklich der pure Horror. Also eigentlich vom Mutter-Kind-Kur, ne? Sie sollte sich erholen, ihr Kind sollte sich erholen, aber es war einfach nur schrecklich. Wirklich nur schrecklich, das, was ich erzählt bekommen habe. Und deswegen, also das hält mich immer mal so ein bisschen ab von sowas. Man weiß halt nicht, klar, man kann es dann abbrechen und immer noch nach Hause kommen, aber wie gesagt, ich muss mal gucken. Muss mal gucken. Ich weiß nicht. Ja. So, jetzt beende ich das Video, damit es nicht allzu lang ist. Ich wünsche, wie gesagt, jedem Einzelnen noch einen schönen, ruhigen, tollen, erholsamen Sonntag und morgen einen wunderschönen Start in die neue Woche. Alles, alles Liebe. Ja, morgen gibt es dann für euch einen Vlog. Ich gucke, mein Mann hat ja dann frei, ob ich mit ihm die Tage mit seinem Auto dann, dass er mich dann fährt, nach TK Maxx mal fahre. Ich wollte sehr, sehr gerne ein Video von machen. Ich weiß, bestimmt gibt das. Ich weiß es ja nicht. Ich habe jetzt nicht im YouTube nachgeschaut, aber im TikTok gibt es ganz, ganz viele kurze Videos von TK Maxx. Und ich wollte es einfach mal, also ich wollte euch mitnehmen und ich wollte persönlich, ich einfach wollte mal den Laden erkundigen und mal schauen, was gibt es da, was ist das für ein Laden, was bietet er preismäßig und Produkte und. Wollte mir selber einfach mal ein Bild von machen. Ja, und da wollte ich auf jeden Fall ja ganz viele schöne Shorts vielleicht drehen und ein Video für euch und so weiter. Werden wir mal auf jeden Fall schauen. Und vielleicht noch ein paar andere Geschäfte. Ja, genau. Nach Pepco würde ich auch sehr, sehr gerne. Ja, würde ich sehr, sehr gerne so ein paar Sachen für mein Patenkind gern kaufen. Schon mal zu Weihnachten. Also, ich will schon mal auf jeden Fall an Weihnachtsgeschenke arbeiten, weil das braucht auf jeden Fall eine Zeit, weil wir eine ganz große Familie haben. Ne? Mein Baby. Ja, meine Lieben, so, jetzt die Xenia unterhält sich gern weiter. Ich plaudere ja so gern mit euch. Oh, Baby, ja. So, mach's gut und bis morgen. Tschüsschen. Und Tschüsschen. Tschüsschen. Xenia. Tschüsschen. Oh, deine Haare an meine Maske. So.